Buenas tardes, muy buenos días. Dios les bendiga. Hallo, schönen guten Tag, der Herr sei mit euch. Saludos desde Montijo, en Portugal. Ich grüße euch von Montijo, Portugal. Y también desde Alemania. Und auch von Deutschland grüße ich euch. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que ya unos ya están ahí aguardando, otros ya están viendo. Dios me los bendiga. Sean bienvenidos todos. Ich grüße die Geschwister. Manche sind schon online. Manche warten noch, dass sie reinkommen oder reinkommen wollen. Und ich grüße euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir wollen Internet. Alô, mano Márcio? Tá aí? Sim, nossa internet aqui já teve uma caída. Estudiamos estado com esta fase de va, viene, não sei o que é o que está passando. Pero bueno, de toda maneira, aqui estamos. Deus nos bendiga a todos, Deus nos guarde. Problema mit Internet, aber wie es geht weiter? Estaba diciendo que si usted tiene una petición de oración, sea de por su pariente o por sí mismo, entonces usted puede escribir en el chat y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Falls jemand von euch ein Gebetsanliegen hat, bitte im Chat schreiben, sei es für dich oder für jemand von deiner Familie oder deinen Liebsten, dann werden wir für euch beten. Igualmente también, si usted tiene alguna pregunta bíblica, no tenemos respuesta para todo, pero si es una pregunta bíblica, la Biblia tiene respuesta para la pregunta. Falls jemand von euch eine Frage hat bezüglich der Bibel, eine Bibelstelle oder irgendetwas, was mit der Bibel zu tun hat für euren Leben, dass ihr könnt auch die Frage stellen. Wir haben nicht alle Antworten für alle Fragen, aber die Bibel hat alle Antworten für jede biblische Frage. Estamos aquí para ayudarles. Wir sind hier, um euch zu helfen. Vamos a leer el Salmo 133. Wir werden jetzt den Psalm 133 vorlesen. Yo voy a leer en español, luego nuestro hermano leerá en alemán. La escritura dice: Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Psalm 133. Siehe, Brüder, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.
Es ist wie das köstliche Salböl, das vom Kopf Aarons in den Bart herabfließt, in den Bart Aarons, das in sein Gewand herabfließt, wie der Tau, der vom Hermon auf die Berge Zions herabfällt, denn dorthin verheißt der Herr Segen, Leben bis in Ewigkeit. Aleluia. Oremos, amado Padre, em nome de Jesus Cristo. Geliebter Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Pedimos que usted, Senhor, bendiga Jesus esta transmissão. Wir beten darum, Herr, dass du diese Übertragung segnest. Tome o controle desta quarta dimensão. Dass du die Kontrolle von dieser vierten Dimension übernimmst. Para que tu palavra llegue, Padre, al propósito que tu queres que llegue. Damit dein Wort den Zweck erfüllt, wozu gesprochen wird. Que tu pueblo sea bendecido por meio de tu palavra. Dass dein Volk gesegnet wird durch dein Wort. E que Satanás esté sujeto em nome de Jesus Cristo. Und dass Satan keinen Platz hier findet im Namen des Herrn Jesus Christus. Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Zu deiner Ehre beten wir darum. Amén, Jesús. Amén. Nosotros vamos a cantar un himno en español. ¿A quién iré? Creo que ustedes, algunos conocen, ¿eh? Aleluya. Where could I go? Es en inglés. ¿Mm? Y vamos entonces a cantar este himno. Satisfação.
Mas que vamos cantar. Este hino foi escrito por um pastor venezolano. Seu nome é o pastor William Rodrigues, da cidade de Valle de la Pascua, em Venezuela. E ele tem por título. A Deseava Verde. Vamos cantar para a glória de Jesus. Deseava Verde, estrechar seus olhos e compartir a bendição de Deus. Deseaba verle y estrechar sus manos y compartir la bendición de Dios. Llegó el día, nos encontramos y no decirle bendiga a todos. Vamos então entrar no tema para a glória de Jesus Cristo. Segnet euch allen. Jetzt kommen wir zum Thema im Namen des Herrn Jesus Christus. Saludamos a la hermana Alina Corina en España. Wir begrüßen die Schwester Alina Corina von Spanien. Sí. Do Museu Santa Vina e Conventese. Deus te bendiga, minha irmã. Gott segne dich, meine Schwester. El hermano Henry, desde Venezuela. Bruder Henry, von Venezuela, begrüßen wir auch. El hermano Pedro Gallegos, no sé de qué país es, pero Dios te bendiga, hermano.
Bruder Pedro bienvenido. Gallego. Ich weiß nicht, aus welchem Land du bist, aber trotzdem sei willkommen. Y también a todos los que están a través del canal de YouTube. Und auch alle, die gerade über YouTube sich angelockt haben. Dios les bendiga. Gott segne euch. Muy bien, nuestro tema es la verdad y sus consecuencias. Unser Thema heute ist die Wahrheit und seine Konsequenzen, seine Folgen. Así como la mentira tiene sus consecuencias, pues la verdad también tiene sus consecuencias. So wie die Lüge seine Konsequenzen hat, hat die Wahrheit auch seine Konsequenzen. Y como base para este tema, vamos a leer Juan, capítulo 16, verso 13. Und als Grundlage die Bibelstelle für die Grundlage des heutigen Themas lesen wir Johannes 16, Vers 13. Johannes Juan, Evangelium. Juan 16, 13. Ja, Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 13. La Escritura dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird euch in aller Wahrheit leiten. Denn wird nicht auf sich selbst reden, sondern was hört, das wird sagen. Und was zukünftig ist, wird euch mitteilen. Amém, amém, amém. Ok, vamos então agradecer uma vez mais ao Senhor e Deus nos ajude. Deus. Wir werden nochmal dem Herrn danken, dass uns hilft, Gott. Hemos leído tu palavra. Agora, ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. La verdade e suas consequências. Die Wahrheit und seine Folgen. Dia Pilatos perguntou a Jesus. Einmal Pilatos fragte Jesus. Que é a verdade? Was ist die Wahrheit? Agora, muitas das vezes nós podemos estar delante da de verdade e não crer à verdade. Manchmal können wir vor der Wahrheit stehen und trotzdem die Wahrheit nicht glauben. Assim que Pilatos estuvo delante da de verdade e aun assim perguntou se é e que é a verdade. Pilatos stand vor der Wahrheit und trotzdem fragte was ist die Wahrheit? E quantas vezes hemos estado delante deste glorioso mensaje e hemos perguntado, será isto a verdade? Und wie häufig standen wir vor diesem herrlichen Botschaft und trotzdem haben wir gefragt, wäre dies die Wahrheit? Agora, a Bíblia diz, pero quando venga el Espíritu de verdade. Aber die Bibel sagt, aber wenn der Geist der Wahrheit kommen wird. Então, vê que a verdade é espírito. Da kannst du sehen, dass die Wahrheit ein Geist ist. Assim como a mentira também é espírito. So wie die Lüge auch ein Geist ist. Assim, a Bíblia diz, o mentiroso tem por padre o diabo. Die Bibel sagt, der Lügner hat als Vater den Teufel. E Jesus dijo, yo soy la verdad. Und Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Então, já se sobreentende de que a verdade é Cristo. Dadurch kannst du erkennen, dass die Wahrheit Christus ist. Em Efésios 4, 25. Em Efésios 4, 25. A Escritura diz: Por lo qual, desechando la mentira, hablad verdade cada uno com su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten,
Weil wir untereinander Glieder sind. Ver que la verdad debería gobernar la iglesia, las iglesias del mensaje. Siehst du, die Wahrheit sollte regieren die Botschaftsgemeinden. Pero permítame decir, mi hermano, que hay mucha gente hoy en este mensaje que están creyendo a la mentira en vez de la verdad. Aber lass mich euch sagen, oder erlaub mir das zu sagen, dass viele Menschen gibt in dieser Botschaft, dass sie trotzdem die Lüge glauben. Ahora, ¿por qué? Porque sencillamente la mentira sale de los púlpitos. Aber warum? Weil die Lügen auf dem Podium, auf dem Pult herauskommt. Y recuerde que no se necesita una gran mentira para confundir, entiende, a la humanidad. Und erinnere dich daran, man benötigt keine große Lüge, um die Menschheit zu verwirren. El profeta dice que la mentira más grande tenía 99% de verdad. Der Prophet sagt, dass die größte Lüge hatte 99% Wahrheit in sich. Entonces, la Biblia dice, desechando la mentira, o sea, rechazando la mentira. Und die Bibel sagt, darum legt die Lüge ab. Yo creo que si el Espíritu de verdad gobernara las iglesias de este mensaje, ich glaube, dass wenn der Geist der Wahrheit die Gemeinden dieser Botschaft regieren würde, todos los Ananías y Zafiras caerían muertos. Alle die Ananias und Zafiras würden sterben, zu Tode fallen. Porque Dios no tolera la mentira. Denn Gott hält die Lüge nicht aus. En el Salmo 101, verso 7, im Psalm 101, Vers 7, la escritura dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. En otras palabras, engaño pues. Entonces, sí. Den Psalm 101, Vers 7, Betrüger dulde ich nicht in meinem Haus, Lügner werden nicht vor meinen Augen. Dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. Recuerde que el mentiroso siempre irá de mal a peor. Erinnere dich daran, dass der Lügner wird von Schlimmer zum Schlimmsten, also von schlecht zu schlechter. El profeta dijo de que cuando el marido, cuando aquel hombre de Gadara, el loco de Gadara, empezó a mentir para su esposa, le entró el diablo. Der Prophet sagt, dass als der verrückte Gadara anfing, seine Frau anzulügen, da kam den Teufel in ihm. Entonces, vamos continuar. La palabra verdad, el significado de esta palabra verdad. Die Bedeutung des Wortes Wahrheit. Ella, en el griego quiere decir aletheia. Im Griechisch das Wort Wahrheit heißt aletheia. Que significa verdad, veraz. Und es bedeutet Wahrheit. Dice que no miente. Dass es nicht lügt. Y hoy en día, mis amados hermanos, nos encontramos en medio de una gran batalla. Und heutzutage befinden wir uns in einem großen Kampf. Entre la verdad y la mentira. Zwischen der Wahrheit und der Lüge. Usted no ve porque muchos cristianos hoy viven derrotados o están desanimados. Kannst du nicht sehen, warum heute viele Christen sind niedergeschlagen oder besiegt worden? Y muchos de ellos viven esclavizados por su pasado. Und viele von denen sind versklavt von seiner Vergangenheit. Preso dentro de este ciclo de mentira. Gefangen in dem Kreislauf der Lüge. Entonces,
sufren las consecuencias, como dice, del resultado de sus mentiras. Und die leiden die Folgen des Ergebnisses seiner Lüge. ¿Por qué? Porque toda mentira deja consecuencia, deja sus cicatrices. Denn jede Lüge hinterlässt seine Folgen, seine Narben. Entonces usted encuentra muchos hermanos hoy que están en la bancarrota espiritualmente hablando. Dann du findest heutzutage viele Geschwister, die sich geistlich gesprochen in Bankrott, also pleite sind. Y muchos de ellos son incapaces de vencer este espíritu de mentira. Und viele von denen sind nicht in der Lage, diese Geister der Lüge zu besiegen. Y parece que ellos no consiguen, como dice, ellos están como que atrapados dentro de esta atmósfera de mentira. Und es scheint so zu sein, dass sie sind gefangen in diese Atmosphäre der Lüge. Y muchos de ellos hasta preguntan, ¿y qué pasa conmigo? Und viele von denen fragen sogar, was passiert mit mir? Entonces, hermano, cuando usted ve que algo no está saliendo bien, das heißt, mein Bruder, wenn du merkst, dass etwas nicht gut läuft, haga un inventario de su vida, haga un análisis de sí mismo. Dann analysiere dein Leben, mache ein Inventur deines Lebens. Y vea si no hay alguna mentira allí, como dice, a su alrededor, ¿entiende? O que le ha hecho, ¿entiende?, causar algún daño. Und schaue, ob um dich herum vielleicht nicht so eine Lüge gibt oder etwas, das dich zum Schaden gebracht hat. Existe un proverbio alemán, no sé si el hermano Carlos conoce. Es gibt so einen Spruch im Deutsch, ich weiß nicht, ob Carlos das kennt. Que dice que el burro se conoce por sus orejas. Dass der Esel erkennt man von seinen Ohren. Y el mentiroso por sus palabras. Und der Lügner erkennt man von seinen Wörtern. Y esta es la verdad. La oreja de un burro es inconfundible. Und das stimmt, die Ohren eines Esels sind, kann man nicht darunter schreiten, das sind einfach zu erkennen. Y hoy nosotros vivimos días cuando la verdad parece algo elástico. Und heute leben wir Tage, in denen die Wahrheit scheint zu sein sehr elastisch. Hoy en muchos lugares se enseñan a las personas a ser intolerantes y aceptar la idea de que cada cual puede determinar su propio camino. Heutzutage wird beigebracht, dass die Menschen sollen intolerant sein, also keine Toleranz, und dass jeder seinen Weg bestimmen kann. Que puede determinar su propia verdad. Dass die deren eigene Wahrheit bestimmen dürfen. Y entonces ellos forman esta filosofía, esta idea. Dann die bilden diese Idee, diese Philosophie. Y esta es la razón por la cual existen muy pocos absolutos hoy. Und das ist der Grund, warum heutzutage so wenige Absoluten gibt. Dicen que en toda nación hay un absoluto. Man sagt, dass in jedem Land gibt es ein Absolut. Y esto es la Corte Suprema de un país. Und das ist das höchste Gerichtshof. Pero hoy, como dice, ha habido tantos engaños, tantas sentencias injustas, que en muchos países hasta difícil creer en la Corte Suprema. Aber es gibt in so vielen Orten ungerechte Gerichtsverurteile, die in vielen Ländern die Menschen nicht mal an den höchsten Gerichtshof glauben. Y es por eso que hoy la sociedad moderna adora el trono de la intolerancia y el relativismo.
Und deshalb die aktuelle Gesellschaft liebt die Intoleranz und das Relativismus. Esta palavra relativismo, eu estava buscando ele aí no dicionário. Dieses Wort, das relativieren, relativismus, ich suchte es im Wörterbuch. Es la creencia de que no existe la verdad absoluta. Das Relativismus bedeutet zu glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Pero será que não existe uma verdade absoluta? Aber stimmt das, dass es keine absolute Wahrheit gibt? Sim, há uma verdade absoluta. Es gibt doch eine absolute Wahrheit. E Jesus Cristo dijo, yo soy la verdad. Und Jesus Christus sagte, ich bin die Wahrheit. El profeta dijo, mi absoluto es la palabra de Dios. Der Prophet sagte, mein Absolut ist das Wort Gottes. E uma vez em uma reunião, dijeron, hermano Branda, si el ángel de Dios le dijo esto, nosotros lo creemos. Einmal in einem Versammlung wurde Bruder Branham gesagt, Bruder Branham, wenn der Engel des Herrn das gesagt hatte, dann glauben wir daran. Y el hermano Branham dice, si el ángel dice, me dice algo y no está de acuerdo a la palabra, no le creo al ángel, yo le creo a la palabra. Und Bruder Branham sagte, wenn der Engel mir etwas sagt, das nicht die Bibel entspricht, dann ich glaube die Bibel und nicht das Wort des Engels. Porque la mentira, ella es una atadura. Denn die Lüge ist etwas, das bindet. La verdad es la libertad. Aber die Wahrheit ist die Befreiung. Entonces, esta es la ideología de, como dices, del relativismo. Und das ist die Ideologie des Relativismus, de que no existe una verdad absoluta, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sino que existen las verdades que el propio individuo o una cultura particular elige creer, sondern die Wahrheiten, die eines Individuums oder eine bestimmte Kultur entscheidet zu glauben. Assim como o católico crê que a verdade está na Igreja Católica. So wie der Katholik, der glaubt daran, dass die Wahrheit ist in der katholischen Kirche. Ou como o bautista, metodista, presbiteriano crê que a verdade está em sua igreja. Ora wie der Pfingstler, der Baptist oder der Presbyterian, der glaubt, dass die Wahrheit ist in deren Gemeinden, deren Kirchen. O que muitos dos mensagens creem que a verdade está em sua igreja. Ora, dass viele in der Botschaft glauben, dass die Wahrheit in deren Gemeinden ist. Permita-me dizer-lhes algo, meus irmãos. Aber glaube mir, dir etwas zu sagen, mein Bruder. La verdad está em sua palavra. Die Wahrheit ist in seinem Wort. Porque la palabra es Cristo. Denn das Wort ist Christus. Por isso que a salvação é individual. Deshalb die Erlösung ist individuell. Deus não vai lidar com grupos ou com uma igreja. Gott wird nicht arbeiten mit einer Gruppe oder mit einer Kirche. Deus pedirá contas a você que ha hecho você com esta verdade. Gott wird dir Rechenschaft anlegen. Was hast du mit dieser Wahrheit gemacht? Então, se assim que se você crê em relativismo, das heißt, wenn du an das Relativismus glaubst, então se você pode ter, como disse, diferentes perspectivas sobre o que é moral e o que é imoral. Dann kannst du unterschiedliche Sichtweisen haben, was ist moral und was ist unmoral. Assim que a verdade não é você nem eu. Deshalb, die Wahrheit bist du weder du noch ich. Jesus dijo, yo soy la verdad. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Y la Biblia dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad. Und die Bibel sagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, kommen porque wir. El,
porque el mismo que dijo, mas cuando venga el Espíritu de verdad, fue el que dijo, yo soy la verdad. Denn der gleiche, der sagte, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, war der gleiche, der sagte, ich bin die Wahrheit. Pero para ser llevado a una verdad, entende, es más que apenas solo conocimiento. Aber und in die Wahrheit hineingebracht zu werden, das ist mehr als Wissen. Porque una persona puede conocer la Biblia, puede conocer el mensaje y no conocer a él. Conocer a él es vida. Weil ein Mensch kann die Bibel kennen oder wissen, die Botschaft wissen, aber ihn nicht kennen. Weil ihn kennen bedeutet Leben. No es solo tener una noción en nuestra propia cabeza, entiende que esto es así o así. No, es la entera verdad, es Jesucristo. Es geht nicht darum, eine Idee zu haben in unserem Kopf, dass so oder so sein könnte, sondern die ganze Wahrheit ist Jesus Christus. Entonces Pilatus dijo, ¿qué es la verdad? Und Pilatus sagte, was ist die Wahrheit? En el diccionario Merriam-Webster. In der Wörterbuch Webster. La palabra verdad significa. Das Wort Wahrheit bedeutet. Los hechos reales de algo. Die echten Taten von irgendetwas. Las cosas que son verídicas. Die Dinge, die nachweisbar sind oder in der Wahrheit bestehen. La cualidad o el estado de ser verdadero. Die Qualität oder die Status in der Wahrheit zu sein. En la verdad o a engaño. In der Wahrheit gibt es keinen Betrug. En la verdad no hay error. In der Wahrheit gibt es keinen Fehler. Porque la verdad es perfecta. Denn die Wahrheit ist vollkommen. Así que otro significado de la verdad es una declaración. Und eine andere Bedeutung von Wahrheit ist eine Deklaration, eine Aussage. O idea que es verdadera o que se acepta como verdadera. Eine Aussage, die als Wahrheit angesehen wird oder als Wahrheit ist. En la Biblia tiene varias palabras hebreas que tienen que ver con la verdad. In der Bibel gibt es viele Wörter, die mit der Wahrheit zu tun haben. Por ejemplo, la palabra emet. Emet. Zum Beispiel das Wort emet. La concordancia Strong traduce emet como verdad. Die Übersetzung oder die Konkordanz übersetzt das Wort Hermet als Wahrheit. Verdadero, cierto y ciertamente, entende, verdadero y ciertamente, dice, según la gran mayoría de las referencias. Als Wahrheit gesehen oder nach der Mehrheit der Referenzen. Y también significa correcto, fielmente, fiel. Und es bedeutet auch korrekt, treue, treu. Y significa verídico. Und bedeutet auch verídico, das ist Wahrheit. Otra palabra en hebreo es la palabra amán. Ein anderes Wort in Hebräisch ist das Wort Amon. Como es? Que significa respaldar, confirmar y ser fiel. Das bedeutet so eine Art von Nachweis zu haben, Treue zu sein, treu. Entonces, cuando usted también responde a la palabra Amén. Wenn du sagst zum Beispiel Amen. Amen quiere decir así sea, así es la verdad.
Amen bedeutet, so ist es, es ist die Wahrheit. Por eso el profeta dice que toda la palabra de Dios debe ser acentuada con amén. Amén. Deshalb der Prophet sagt, dass jedes Wort Gottes soll mit einem Amen bestätigt werden. En Salmos 15, versos 1 y 2. Im Psalm 15, Vers 1 und 2. La escritura dice así. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Así, Herr, dos preguntas. Psalm 15, Vers 1 und 2. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen? Da stellte er zwei Fragen. Quem habitará em tu tabernáculo e quem morará em tu monte santo? Wer wird auf deinem, in deinem Zelt weilen und wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? La resposta está em verso 2. Und die Antwort ist im Vers Nummer 2. Disse, ele que anda em integridade e hace justiça e habla verdade em su coração. Wer untadelig lebt, Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt. Aí está. Ele que, quem habitará em tu tabernáculo? Quem morará em tu monte santo? Wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen? Ele que anda em integridade e hace justiça e habla verdade em su coração. Wer untadelig lebt, Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt. Em Provérbio 3, 4. Im Sprüche 3, 4. Disse assim: Nunca se apartem de ti la misericórdia e la verdade. Atalas a tu cuello e escríbela en la tabla de tu corazón. Sprüche, Kapitel 3, Vers 3. Gnade und Treue werden dich nicht verlassen. Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Então, você vê que ele diz aqui misericórdia e verdade, as duas juntas. Da siehst du, dass da steht Gnade und Wahrheit. Hier im Deutschen steht Treue. Gnade und Treue. E diz o verso 4. Verso 4 diz: E hallarás graça e boa opinião ante os olhos de Deus e de los homens. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. E o mensagem é o próprio por causa da palavra. In der Botschaft é o próprio, uma palavra difícil, aber. Abgelehnt zu werden durch das Wort. El hermano Brano dice así: Dios tiene un tiempo y una razón para ese tiempo cumplir con todas sus obras. El hermano sagt: Gott hat eine Zeit und einen Grund für diese Zeit, um seinen Werken zu vollbringen. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Nosotros no. Gott weiß ganz genau, was tun wird, wir aber nicht. Nosotros solamente tenemos que recibirlo a medida que Él nos lo da. Wir müssen es nur empfangen, während uns das gibt. Y dice más, Él sabe y nada va a resultar mal con lo que Él ha planeado hacer. Und sag noch weiter dann, und weiß, und nichts wird schief laufen mit dem, was geplant hat für dich. La verdad, mi amado hermano, ella causa un gran impacto. Die Wahrheit verursacht einen großen Impact. Porque la verdad, ella ofende y escandaliza también. Weil die Wahrheit, die verletzt, und skandalisiert.
Los fariseos se escandalizaron con Jesús. Die Pharisäer haben sich aufgeregt mit Jesus. Y también se ofendieron con sus palabras. Und die haben sich beleidigt gefühlt mit den Worten Jesus. ¿Y cuánta gente hoy tropieza con la misma palabra? Und wie viele Menschen heute stolpern mit den gleichen Wörtern? Aunque las personas duden de la palabra, pero la palabra de Dios se cumplirá y se está cumpliendo al pie de la letra. Auch wenn die Menschen daran zweifeln an das Wort Gottes, trotzdem wird sich das Wort erfüllen, so wie es gesagt wurde. Que lo crean o no lo crean, se cumplirá. Wenn du es glaubst oder du es nicht glaubst, trotzdem wird sich erfüllen. Usted sabía que el medio Nostradamus del siglo XVI. Wusstest du, dass der Arzt Nostradamus von Jahrhundert 16. Jahrhundert? El más venerado. Sus predicciones son más respetadas que la propia Biblia. Seine Vorhersagen sind mehr respektiert als die Bibel sogar. Porque, hermanos, la Biblia es Dios. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Denn die Bibel ist Gott. Das Wort Gottes ist Gott und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Antes que viniera un Nostradamus, antes que viniera cualquier otro hombre, ya la palabra de Dios es. Bevor Nostradamus kam oder irgendwelchen Mensch kam, das Wort Gottes ist. Pero às vezes tiene que suceder cosas duras y difíciles solo para relucir la verdadera naturaleza genuina del objeto. Aber manchmal muss man durch schwierige Prüfungen gehen, und zu zeigen die echte Natur des des Menschen. Dice el profeta, sabe, la lluvia nace en un cielo destellante. Wisst ihr, dass der Regen kommt von einem Himmel, ¿qué tipo de cielo? ¿Un cielo cuánto? Un cielo destellante. Cielo despejado, ¿no? Sí, sí. Der Regen kommt aus einem Himmel, ein Klarhimmel. Dice escabroso, fulminante, lleno de truenos. Ein Himmel mit vielen Dornen und Gewölk. Y dice, si no recibimos la lluvia, no viviremos. Und wenn wir den Regen nicht empfangen würden, würden wir nicht leben. Y él dice, para que la lluvia venga, se necesita trueno, centella, destellos, enojo. Damit der Regen kommt, dann benötigen wir Donner und Blitzen und ja, alles das. Oiga esto, es la verdad, toda semilla. Aleluya, para poder entende traer vida, ella tiene que morir. Jede Same, damit sie Leben hervorbringt, muss zuerst sterben. Ella tiene que pudrirse, descomponerse. Sie muss sterben, sie muss ja. Ella tiene que eder, entende, para poder regresar al polvo de la tierra. Sie muss zerlegen werden, verrottet werden, damit sie Leben hervorbringt. El oro debe ser martillado, golpeado y golpeado hasta que la imagen del golpeador, el que está golpeando, sea reflejada a través de él. Das Gold muss gehammert werden, bis das Bild von dem Goldschmieder gesehen wird. Nada acontece por el producto de la casualidad o accidentalmente. Nichts geschieht durch Zufall.
Sencillamente es la palabra de Dios que se cumple delante de nuestras propias narices. Sondern es ist einfach das Wort Gottes, die sich erfüllt vor unseren Augen. Pero la palabra de Dios siempre ha sido rechazada a través de todas las edades. Aber das Wort Gottes wurde immer abgelehnt durch alle Zeitaltern. Y entonces por eso es que las personas ellas están a rechazar las escrituras. Deshalb die Menschen lehnen die Schrift ab. ¿Por qué? Porque la propia iglesia a través de la historia prohibió a la gente, a los plebeyos, de leer las sagradas escrituras. Warum? Denn die Kirche selbst hat die Menschen verboten, die Bibel zu lesen. Pero todos nosotros que hemos creído, aceptado esta verdad, nosotros sufriremos las consecuencias de ella. Aber wir allen, die diese Wahrheit angenommen haben, wir werden die Folgen darunter leiden. Sufriremos el oprobio, la persecución. Wir werden die Verfolgung leiden, die Ablehnung leiden. Veja que millares de gente a través de la historia fueron queimadas en la hoguera, entregadas a los leones, entende, martirizada por causa de la verdad. Siehe, dass viele Menschen durch die ganze Geschichte wurden, haben gelitten, wurden verbrannt, wurden in den Löwengrube geworfen, Martire geworden. Y entonces, ahora estas gente fueron muertas por quién? Por aquellos que decían que tenían la verdad. Und wo, von wem oder durch welche Personen wurden diese Menschen getötet? Von denjenigen, die sagten, die hätten die Wahrheit. Los mismos relativistas que tenían su propia verdad. Die Relativisten, die haben deren eigene Wahrheit. Hoy nosotros encontramos muchas personas que han construido su propia verdad. Heutzutage finden wir viele Menschen, die deren eigene Wahrheit gebaut haben, gebildet haben. Encontramos a sucesores del hermano Branham que ha construido su propia verdad. Wir finden Nachfolger von Bruder Branham, deren eigene Wahrheit gebildet haben. Para ellos construir su propia verdad, ellos tienen que negar la verdad verdadera. Damit sie deren eigene Wahrheit bauen können, dann müssen sie die echte Wahrheit ablehnen. Entonces, así que todos nosotros, mi amado hermano, que creemos en una verdad, ¿entendés? Deshalb, alle wir, die an eine Wahrheit glauben, sufriremos, mis amados hermanos, las consecuencias o el oprobio por causa de la palabra. Werden wir leiden die Ablehnung de Annahme des Wortes. Entonces, vean el propio Noé en la época cuando ni siquiera había lluvia. Siehe Noah in der Zeit, wo es kein Regen gab. La gente lo tiraron de loco, de demente, ¿entiende? Die Menschen nannten ihn verrückt. Y allí entonces lo llamaban a él de todo menos de bonito. Er wurde als alles beschrieben, außer hübsch. Porque ellos podían probar que no había lluvia, porque ellos tenían, como dice, equipos que podían probar esto. Pero Dios había... Pero Dios había dicho... Sie könnten nachweisen, dass es keinen Regen gibt. Sie hatten das Equipment zu sehen, dass es keinen Regen gäbe. Aber Gott sagte: Recuerde que la verdad Dios no la revela a un grupo. Dios la revela a su profeta. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit Gott offenbart nicht einer Gruppe, sondern seinen Propheten. Y Noé fue un profeta, y Noé fue un profeta antediluviano. Und Noah war ein Prophet vor dem Regen kam. Cualquier experto en aquella época podía construir un barco.
Jeder Expert von damaliger Zeit könnte einen Schiff bauen. Pero el único que tenía la verdadera verdad, ¿entendí? Como dice el como dice así el plan. El plan original. Oye, mira aquí el plan original. Aquí está, el plan original. El único que tenía el plan original era Noé. Aber der einzige, der das originale Plan hatte, war Noah. Así que pueden venir escarnecedores, críticos de lo que venga, hermanos. Deshalb, es könnten Kritiker kommen, egal wer es kommen mag. Nada, ni nadie nos moverá de esta verdad. Nichts und niemanden wird uns rausnehmen, bewegen von dieser Wahrheit. Porque nosotros creemos a la verdad y la verdad es Jesucristo. Denn wir glauben an die Wahrheit und die Wahrheit ist Jesus Christus. Y como Noé supo de la verdad. Und wie wusste Noah von der Wahrheit? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Wie wusste oder wie glaubte Noah an die Wahrheit? Weil die Bibel sagt, dass der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Y la verdad viene por medio del oír la palabra de Dios. Und die Wahrheit kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Así de que Noé, así como Moisés también. So wie Noah, so wie Mose auch. O como Jeremías. Oder Jeremías. Elías o Eliseo. Elías oder Elisa. Juan, Sansón. Johannes oder Simpson. El Carlos, el Marcio, hermanos. Carlos, Marcio, Brüder. Nosotros somos los portadores, aleluya, de esta gloriosa verdad. Wir sind die Träger dieser herrlichen Wahrheit. Nadie en este mundo tiene más luz que la novia del Señor Jesucristo. Niemand auf dieser Welt hat mehr Licht als die Braut Jesu Christi. Porque el absoluto hoy está en la novia. Denn das Absolut heute ist in der Braut. Porque el absoluto es la palabra. Denn das Absolut ist das Wort. No es una idea. No es una idea. Eine Idee. Es ist nicht eine Idee. No es una ideología creada o inventada por algún hombre de este mensaje. No. Es ist nicht eine Ideologie geschaffen von einem Mann dieser Botschaft. Mas la verdad es Cristo, la esperanza de gloria. Aber die Wahrheit ist Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Entonces, mira hermano, la verdad debe gobernar nuestra vida en todos los ámbitos. Die Wahrheit sollte unser Leben regieren in jedem Bereich. El profeta dice, cuando tomamos prestado de alguien, un dinero prestado de alguien. Und der Prophet sagt, wenn wir uns Geld leihen, lassen. Él dice, y usted no tiene cómo pagar, no le mienta. Und du kannst dieses Geld nicht zurückbezahlen. Lüge dice, es nicht dabei. Él dice, no le deba a nadie. Uno debe ser honesto y recto. Er sagt, es schulde niemanden was. Man soll aufrichtig sein und ehrlich. Si usted le debe a alguien, dé la cara y dígale, aleluya, que usted le debe, pero solo que le dé un tempecito. Wenn du jemanden etwas schuldig bist, dann geh zu ihm und sage, ja, ich schulde dir, gebe mir noch mehr Zeit, um zurückzubezahlen. Él dice, es una buena señal del cristianismo, una buena señal del cristianismo es ser honesto y recto.
ein gutes Zeichen des Christentums. Es ist recht und aufrichtig zu sein. El profeta disse que nem sequer em juego devemos mentir. Bruder Branham sagt, nicht mal beim Spielen sollten wir lügen. Porque toda mentira empieza con juego. Denn jede Lüge fängt mit einem Spiel an. Y entonces, a partir de aquello allí, le agarra un demonio de mentira. Und dadurch, bei dieser Sache, empfängst du einen Dämon der Lüge. Y el profeta dice que uno quiere vivir exactamente lo que uno habla. Und der Prophet sagt, man sollte leben genau, was man sagt. Entonces no es solo el predicador que tiene que vivir ese sermón, no señor. Deshalb es ist nicht nur der Prediger, der die Predigt ausleben soll. Cuando usted lee la Biblia, a la Biblia, el propio Dios le está predicando a usted, entonces usted debe vivir esto. Wenn du die Bibel liest, dann es ist Gott, der dich predigt und du sollst das leben. Recuerde que nosotros somos cartas leídas de todo el mundo. Erinnere dich daran, wir sind gelesenen Briefen von jedem Mensch. Y el profeta dice que debemos ser honestos, justos y sinceros. Und der Prophet sagt, wir sollen ehrlich sein, wir sollen aufrichtig sein, wir sollen gerecht sein. Recuerde que la verdad no te hará famoso, pero te hará honesto. Die Wahrheit wird dich nicht bekannt machen, populär machen, aber sie wird dich aufrichtig machen. Y el profeta dice, diga la verdad, no importa cuánto lastime en algo. Und der Prophet sagt, sag die Wahrheit, es ist nicht wichtig, wie viel der andere darunter leidet oder schmerzhaft wird. Quantas vezes eu fui tildado de dictador, de legalista, de extremista, por decir la verdad. Wie häufig wurde ich genannt als Diktator oder Legalist, weil ich die Wahrheit gesagt habe? Yo no tengo compromiso con A o con B. Mi compromiso es con la palabra de Dios. Ich habe keine Kompromisse mit irgendjemand, mit A oder B. Mein Kompromiss ist mit dem Wort Gottes. El hermano Brana disse, quão difícil foi para Samuel decir la verdad a su propio pastor. Der Prophet sagt, wie schwierig war für Samuel, die Wahrheit seines eigenen Pastors zu sagen. Recuerde que siempre un verdadero amigo es aquel que va a decir la verdad en la cara suya. Erinnere dich daran, dass immer ein echter Freund wird derjenige sein, der dir die Wahrheit dir sagt. Y Eli fue para Samuel un maestro que lo creó, que lo dio de comer, que lo atendió. Und Eli war für Samuel ein Meister, der ihn ernährt hat, der sich um Samuel gekümmert hat. Siempre, muchas veces, la mentira es más creída y aplaudida. Häufig oder viele Male die Lüge wird mehr geglaubt oder gelobt, gefeiert als die Wahrheit. Y la verdad siempre causa las consecuencias. Und die Wahrheit hat immer seine Folgen. Que a veces la gente empieza a ofenderte, a maltratarte, y a veces da la razón a quien no tiene y no debe tener la razón. Und, ¿cómo lo puede repetir, hermano, desde el principio? Se me fue. Que a veces damos la, às vezes damos la razón a quien no debe tener la razón. Manchmal geben wir Recht den Menschen, die wir kein Recht geben sollten. Muchas de las veces un impío, un incrédulo, un mundano, un religioso llega a nuestra casa a querer corregir nuestro hogar. Häufig kommen irgendwelche religiös oder Sünder oder
eine schlechte Person und möchte unsere Familie korrigieren, unser Heim korrigieren. Oiga, meu amado irmão, la verdad não está fora de lugar. Die Wahrheit ist es nicht außer Platz. E muitas das vezes são pessoas, meu amado irmão, que traem do mundo, alabado seja o Senhor, suas influências e suas atmosferas. Und häufig es ist so, dass es sind Menschen, die aus der Welt kommen, mit deren Einflüsse. E se você não separa por la verdade que você diz e crê, você vai ter grande problema amanhã. Und wenn du nicht für die Wahrheit stehst, die du sagst zu glauben, dann wirst du morgen ein großes Problem haben. Então se diga la verdad, não importa quanto lastime algo. Deshalb sage die Wahrheit, es ist nicht wichtig, wie viel du den anderen verletzt. Porque se você disse uma mentira, tendrá que desviar-se desta mentira 1 milhão de milhas. Denn wenn du eine Lüge sagst, dann wirst du dich abweichen von dieser Lüge 1 Million Meilen. E aún tendrá que regressar a esta mentira. A esta verdade ou a esta mentira? Não, a esta mentira. Und dann musst du zurückkommen zu dieser Lüge. Porque la mentira es como una torta, como una panqueca. Denn die Lüge ist so wie eine Torte, ein Kuchen. Que usted tiene que estar volteando a ella. Du musst also wie ein Pfannkuchen, die du umdrehen musst. En otras palabras, usted tiene que siempre mentir y continuar mintiendo. Mit anderen Wörtern, du musst immer lügen und lügen dabei bleiben. E então o profeta disse: e se você solo cometeu algo terrível, disse, olha bem, se você cometeu algo terrível, você vai ter e você miente, então você vai, como eu disse, vai ter que estar mentindo todo o tempo. Uhum. Und der Prophet sagt, wenn du etwas Schlimmes getan hast und lügst du dabei, dann wirst du immer dabei lügen müssen. Então, se ser honesto e veraz, e você poderá caminhar com a cabeça erguida todo o tempo. Deshalb sei aufrichtig und tapfer, dann wirst du mit erhobenes Kopf gehen können, immer. Muitas vezes, há gente, meu amado irmão, que nós, por dizer a verdade, häufig gibt es Menschen, meine geliebte Bruder, dass wenn wir die Wahrheit sagen, ellos te tendrán como el malo de la película, el villano. Dann wirst du für die der Böse sein. Y entonces, en la película de él, tú serás siempre el malo. Dann in deinem Film, sozusagen, du wirst immer der Böse sein. Oiga esta frase que le voy a decir. Höre diesen Satz, den ich jetzt sagen werde. Tú serás siempre el único malo de la historia. Du wirst immer der Böse sein von der Geschichte. De una historia mal contada desde la boca incorrecta. Du wirst immer der Böse sein von der schlechten, erzählten Geschichten von den falschen Mund. De la persona que no aceptó la verdad o la corrección. Von der Person, die die Wahrheit nicht angenommen hat oder die Korrektur nicht angenommen hat. Entonces tú para ella, tú eres lo peor, tú eres lo malo. Deshalb, du für diese Person, du wirst sein der Böse, du wirst der Schlechte sein. El hermano Brana, en el mensaje, el sonido incierto. Bruder Branan, in der Botschaft, den falschen Sound. Él cuenta la historia de una chica y una profesora de música de la iglesia. Erzählt die Geschichte von einer Lehrerin von der Gemeinde,
Musik? Que ella, esta muchacha, ella siempre criticaba a esta otra chica porque se vestía correctamente y era una cristiana santa. Sie hat immer das andere Mädchen kritisiert, das Mädchen kritisiert, weil sie sich richtig gekleidet hat und was ein heiliges Mädchen. Pero cuando esta mujer estaba en el hospital muriendo, aber als diese Frau im Krankenhaus war und sie war ella, am Sterben, ella no mandó llamar a su pastor. Sie rief nicht ihren Pastor zu kommen. Incluso el profeta dice, cuando el pastor vino, ella dijo, usted hipócrita, engañador, mentiroso, salga de mi presencia. Und der Prophet sagt, als der Pastor zu ihr kam, sagte, sie sagte zu ihm, du Heuchler, Betrüger, geh weg von meiner Gegenwart. Ella dijo, tráigame aquella muchachita, aquella que siempre me corregía, me decía las cosas, yo no creía, aquella que yo quiero escuchar. Bringe mir dieses Mädchen, das mich immer korrigiert hat, und ich wollte nicht auf sie hören. Hermano, oiga, alabado sea Dios, la mentira es atractiva. Mein Bruder, die Lüge ist attraktiv. La mentira es seductora. Die Lüge ist verführerisch. Es como decir a un niño, entiende, de como dice del Santa Claus de la Navidad, pues. Ein Kind zu erzählen oder zu sagen, dass hier mit dem Weihnachtsmann. No, que hay Santa Claus, sí, que Santa Claus, entende, trae el juguete, trae esto y lo otro. Zu erzählen, dass der Weihnachtsmann kommt, dieses Geschenk und das. Y esto es mentira. Das ist eine Lüge. Esto no es la verdad. Entonces, das ist nicht die Wahrheit. Deve-se dizer a verdade a nossos pequenos. Wir müssen die Wahrheit sagen zu unseren Kleinen. Porque algum dia eles vão perguntar a você sobre Jesus Cristo, quando foi que ele nasceu, entende? Weil eines Tages sie werden dich fragen von Jesus Christus, wann geboren wurde. E você tem que dizer-lhe a verdade. Und du musst denen die Wahrheit sagen. Assim que a verdade não nos hace famoso, irmãos. Deshalb, die Wahrheit macht uns nicht populär. Vaya a própria escritura e veja. Gehe in die Schrift und sehe. Los discípulos foram martirizados por causa de quê? De la verdade. Warum wurden die Jünger Christi Martyr aufgrund der Wahrheit? Você é criticado, ridicularizado, você é apartado por causa de crer na verdade. Warum wirst du ridicularisiert und werden sie lustig gemacht von dir aufgrund der Wahrheit? Assim que a verdade traz consequências. Deshalb die Wahrheit hat seine Folgen. Leia o livro dos Mártires de Fox para que você se dê conta de las enormes barbaridades que la iglesia romana cometió por causa de aquellos que creían la verdad de Dios. Lese zum Beispiel das Buch von dem Martyr von Fox und dann wirst du herausfinden, wie die Christen gelitten haben von der katholischen Kirche, die getötet wurden aufgrund der Wahrheit. Oiga, maridos, oiga, esposas. Höre, Ehemänner, höre, Ehefrauen, höre. Usted jamás mienta a su esposa ou a su marido. Lüge niemals deine Frau oder deinen Mann. Diga-lhe sempre la verdad. Sage ihm oder ihr immer die Wahrheit. Porque el profeta dice, quando el gadareno mintió, el diablo se apossou de él. Weil der Prophet sagt, als der Gadara, der verruchte Gadara, gelogen hat, dann kam der Teufel in ihm. Porque la mentira es un espíritu. Denn die Lüge ist ein Geist.
Assim como a verdade também é um espírito. Und die Wahrheit ist auch ein Geist. A Bíblia diz já em Reis que aquele demônio vindo do inferno e entrou em aqueles profetas de Baal. Die Bibel sagt, dass dieses Dämon kam aus der Hölle und kam in den Propheten von Baal. E foi um espírito de mentira em aqueles predicadores. Und es war ein Geist der Lüge in deren Prediger drinne. E ustedes, chicos, ustedes, muchachos y muchachas, não minta a seus padres, não mintais a su semejante. Und ihr Jugendliche, Mädchen, Jungs, lüge nicht deine Eltern an, deinen Nächsten. La mentira não é um juego. Die Lüge ist kein Spiel. Porque la mentira es el diablo. Denn die Lüge ist der Teufel. Este juega con el diablo y usted quedará endiablado. Wenn du mit dem Teufel spielst, dann wirst du geteufelt werden. Mas haga lo que Jesucristo dijo. Aber mache, was Jesus Christus sagte. Santificaos en la verdad. Tu palabra es verdad. Heilig euch in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Du wirst die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Usted, joven, el día que usted se comprometa, y usted, chica, el día que usted se comprometa con este chico o con esta chica. Du, Mädchen und du, Jungs, wenn du verlobt wirst mit diesem Mädchen oder mit diesem Jung. Dígale la verdad de su vida. Cuéntele todo. Erzähle ihm die Wahrheit deines Lebens. Erzählt ihr alles. Si usted no es una virgen, entonces no se juega el papel de la hipócrita fingiendo que es una virgen cuando no lo es. Wenn du keine Jungfrau bist, dann mach nicht als Heuchler und tue, als ob du Jungfrau wärst. Porque recuerde, aleluya, que al burro se conoce por la oreja. Denn erinnere dich daran, der Esel wird erkannt von seinen Ohren. Entonces, esto es algo, mi amado hermano, que las escrituras dicen. No mintáis unos a los otros. Und das ist etwas, das die Bibel sagt, lüge den anderen nicht an. Y encontramos que hasta pastores hoy mienten descaradamente a su congregación. Und wir finden heute heraus, dass sogar Pastoren seinen Gemeinden anlügen. Y la escritura dice, por lo cual, desechando la mentira. Und die Bibel sagt, deshalb lehnt die Lüge ab. Habla verdad cada uno con su prójimo. Sprecht die Wahrheit einer den anderen. Porque somos miembros los unos de los otros. Denn wir sind Glieder untereinander. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Wir sind Glieder des Leibs Christi. Así de que el cuerpo de Cristo no es constituido por mentirosos. Deshalb, der Leib Christi ist nicht geformt von Lügner. Y recuerde que la Biblia dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Und die Bibel sagt, es wird nicht in meinem Haus Platz finden oder leben, derjenige, der Betrug ausübt. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Derjenige, der Lügen spricht, wird keinen Platz finden vor meinen Augen. Y el mentiroso tiene por padre al diablo. Und der Lügner hat als Vater den Teufel. Cada vez que una mentira, un espíritu le esté rodeando, y immer wieder, wenn der Geist der Lüge dich herumkommt, dígale a la mentira, mi padre es Dios.
Sage die Lüge, sage der Lüge, mein Vater ist Gott. Entonces diga siempre la verdad y Dios te bendecirá. Deshalb sage immer die Wahrheit und Gott wird dich segnen. Aunque muchas veces por decir la verdad te va, como dice, las cosas te van a caer duro. Auch wenn manchmal, wenn du die Wahrheit sagst, werden sich gegen dich wenden. Yo siempre instruía a mis hijos a decirles siempre la verdad. Ich habe immer meine Kinder erzogen, dass sie die Wahrheit sagen. Cuando ellos decían la verdad, als sie die Wahrheit sagten, entonces la pena disminuía. Dann die Strafe war kleiner ellos, geworden. Ellos podrían ser absueltos o llevar, en vez de llevar 10, como dice Correazo, se lo llevaba uno o dos. Anstatt 10 Schläge zu kriegen mit dem Gürtel, wenn die die Wahrheit gesagt haben, dann bekamen sie nur eins oder zwei. Usted no ve que hasta en los tribunales dice usted jura decir siempre la verdad y nada más que la verdad. Ihr könnt sehen, dass sogar in dem Gericht die sagen dir, versprichst du die Wahrheit zu sagen und nichts anderes als die Wahrheit. Y cuántas parejas en el altar el pastor pregunta, usted promete y prometo, prometo. Und wie häufig der Pastor fragt, in de, wenn der Hochzeit, wenn die Hochzeit stattfindet, dann versprichst du dies und versprichst du das, ja, ich verspreche es. Y después no cumple lo que prometieron. Aber danach sie erfüllen nicht, was sie versprochen haben. Entonces recuerda el mentiroso tiene por padre el diablo. Deshalb erinnere dich daran, der Lügner hat als Vater den Teufel. Y nosotros somos hijos de Dios. Und wir sind Kinder Gottes. Somos hijos de la verdad. Wir sind Kinder der Wahrheit. La verdad es Jesucristo. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Por eso que por su gracia estamos aquí. Deshalb durch seine Gnade sind wir hier. Luchando por esta verdad. Und wir kämpfen für diese Wahrheit. Dios me los bendiga. Gott segnet euch. Entonces esperamos de que estas palabras les sea de una gran bendición. Wir hoffen, dass diese Wörter euch zum großen Segen wird. Werden. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Y luego wir werden gleich beten. Y luego estaremos siendo despedidos para la gloria de Jesucristo. Und danach schließen wir ab zur Ehre des Herrn Jesus Christus. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Si hay algún hermano o hermana, wenn ein Bruder oder eine Schwester gibt, que algún espíritu de mentira, alguna atmósfera, Señor, dass ein Geist der Lüge oder eine Atmosphäre lo está rodeando a este chico, a esta chica, a dass este hombre, eine Atmosphäre, angreift dieses Jung, dieser Mädchen, diesen Mann, diese Frau. En el nombre de Jesucristo, Señor, que esta fuerza demoníaca, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass diese dämonische Kraft se vaya, se desintegre por el poder de la verdad de esta palabra. Dass diese Kraft verschwindet durch die Kraft dieses Wortes. Porque la verdad prevalecerá en contra de toda mentira. Denn die Wahrheit wird bestehen über alle Lügen. Permita, Señor Jesús, que nosotros, Señor, todos nosotros, seamos acobijados por el Espíritu de la verdad. Erlaube, Herr, dass wir alle von deinem Geist, von deinem Geist der Wahrheit, Platz finden, dass wir umarmt werden. Aunque tengamos que dar nuestra propia vida, Señor. Auch wenn wir unser eigenes Leben dafür geben müssen. Por creer y vivir esta verdad. Und weil wir diese Wahrheit
Leben auf Leben und Glauben. Perdona-nos se em algum momento, Senhor, quizás sem perceber, mentimos ou falhamos, Padre. Vergib uns, Vater, wenn wir vielleicht ohne zu merken gelogen haben, vergib uns. Repreenda Jesucristo este espírito de mentira de los hogares. Treibe aus, Herr Jesus Christus, diesen Geist der Lüge von den Heimen. Que la verdad prevalezca en todos los hogares. Dass die Wahrheit besteht in jedem Haus, jede Familie, jedes Heim. Para tu gloria y honra te lo pedimos. Zu deiner Ehre beten wir darum. Amén, Señor. Amén. Muy, muchas gracias. Vielen Dank. Que Dios me los bendiga a todos. Dass der Herr euch allen segnet. Gracias por acompañarnos una vez más. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, noch einmal. Y recordamos que todos los lunes hacemos transmisión español und, y alemán. Und erinnere dich daran, dass wir jeden Montag diese Übertragung machen, Spanisch-Deutsch. Para los que no me conocen, soy el Pastor Massu da Gama y mi traductor es el hermano Carlos Matos. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Pastor Marcio da Gama und mein Übersetzer, der Bruder Carlos Matos. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Muchas gracias. Dass Gott euch segnet und bewahrt. Vielen Dank.